schnell doch die Zeit vergeht, ey. Wahnsinn. Es ist wieder soweit. Heute am 11. Juli 2014 ist schon zum zweiten Mal der Tag gekommen, an dem ich mein allererstes Let's Play Video hochgeladen habe. Ganz richtig, liebe Leute. Ich heiße euch herzlichst willkommen zum 2-Jahres-Special. 2 ganze Jahre bin ich jetzt bereits als Let's Player tätig und für diejenigen, die bis heute dabei geblieben sind, bedanke ich mich herzlichst, dass ihr mich bis heute unterstützt und jede Menge Feedback gegeben habt, und ich hoffe, dass ihr das auch weiterhin tun werdet, so gut es geht. Für meine ganzen Let's Play Projekte, für die ich schon jede Menge Arbeit reinstecke, nur um euch zu unterhalten, um euch viel Hilfestellung zu geben und vor allem um die Publisher zu unterstützen. Das war bis heute immer mein Ziel als Let's Player und das wird es auch immer bleiben. Und in diesem Video werde ich euch nochmal meine ganzen abgeschlossenen Projekte und künftig geplante Projekte in Bilderausschnitten unter die Augen führen. Und ich hoffe, ihr freut euch ebenfalls weiterhin auf die künftigen Projekte, die noch kommen werden, die jetzt in diesen Bilderausschnitten gezeigt werden, ja. Und ansonsten nochmal danke, dass ihr bis heute bei mir geblieben seid. Natürlich gab es einige, die verloren gegangen sind, aber meistens war auch der Grund, weil ja deren Kanäle gelöscht worden sind, aus welchem Grund auch immer. Oder sie haben einfach selber den Kanal gelöscht, ich weiß auch nicht. Könnte aber auch sein, dass unter denen, dass ihr vielleicht mich wieder abonniert habt, nur mit einem anderen Kanal. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, danke nochmal, dass ihr bis heute dabei geblieben seid und ich hoffe, ihr freut euch auch weiterhin auf jede Menge Let's Play Videos von mir und ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass dieses Special Video dieses Mal ziemlich kurz ist, weil das erstelle ich gerade auch am selbigen Tag, weil ich habe vollkommen vergessen, dass heute schon der Tag ist, an dem ich mein erstes Let's Play Video hochgeladen habe, wie bereits erwähnt. Und nochmals danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr werdet mich auch weiterhin unterstützen, so gut es geht. Und freut euch auf die künftigen Projekte, die noch folgen werden. Aber bevor schon wieder jemand fragt, nein, Inazuma Eleven kommt nicht mehr, gar nichts mehr. Egal was auch kommt, egal ob ihr mich bittet, bettelt oder ansteht, nein. Bevor wieder die Frage aufkommt, weil ihr wieder in diesem Video Inazuma Bilder sehen werdet, also von meinen Let's Play Projekten von Inazuma Eleven Strikers und Inazuma Eleven 2 Feuersturm. Tut mir leid, da kommt aber dann nachher nicht, da kommt jetzt nichts mehr. Das waren die letzten beiden Inazuma Games, die ich ja Let's Played habe und das wird auch so bleiben. Das waren halt nur spontan Projekte, mehr auch nicht. Ich hoffe, dass euch das nichts ausmacht und hoffe, dass ihr bei den anderen Projekten mit dabei sein werdet. Und bis dahin nochmals danke, dass ihr bis heute dabei wart und weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und mit meinen anderen Videos, die jetzt heute noch folgen werden und über dieses Wochenende. Also danke nochmal und auf Wiedersehen und tschüss, Leute.